Mein Name ist Nena Kasprig. Ich bin im Moment Doktorandin an der Technischen Universität in Dresden im Fachbereich Lebensmittelchemie und da spezieller bei den Lebensmittelbedarfsgegenständen. Ich habe halt über mein Promotionsthema referiert, was halt eben auch mit Weichmachern im PVC zu tun hat und ja, das hat halt super gepasst. In dem Thema geht es darum, dass wir eine schnelle Extraktionsmethode für Weichmacher aus PVC entwickeln wollten und damit und zum Beispiel der amtlichen Überwachung unter die Arme greifen wollten, damit die eine schnelle Methode haben. In der Industrie sehe ich die praktische Umsetzung vielleicht sogar noch ein bisschen eher als eine amtliche Überwachung, weil der größte Faktor ist wirklich die Anschaffung und die Kosten des NMR-Geräts an sich, wirklich die Kosten dafür. Und ich denke, dass in der Industrie da mehr Geld da ist als in der amtlichen Überwachung. Ja, doch. Genau, und wenn die Anwendungsbereiche da sind, also wenn die Industrie sagt, okay, wir haben hier die und die Problemstellungen, wo wir das anwenden möchten, dann sehe ich da eigentlich keine Probleme. Also mir hat der Workshop wirklich gut gefallen, weil ich sehr viel Einblick vor allem in die Industrie bekommen habe, in die Ansichten der Industrie, in die Meinungen, in die Faktenlage an sich, weil das ist ja bei uns an der Uni, da hat man das ja natürlich nicht. Man ist so in seinem chemischen Wissen und in seinem Laborwissen drin, dass man diesen Industrie-Input einfach nicht hat. Und das fand ich wirklich gut. Auch den Austausch, den Informationsaustausch, das war wirklich super. Also ich denke, dass PVC auf alle Fälle immer weiter eingesetzt wird. Ist ganz klar, weil PVC hat einfach Eigenschaften für bestimmte Anwendungen, die andere Kunststoffe nicht haben. Und ich denke, also ich hoffe auch, dass die Verbraucherakzeptanz vom PVC wirklich besser wird, dass nicht immer nur gesagt wird, oh PVC und böse Weichmacher etc., sondern genau, also ich hoffe, dass das besser wird.